Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mit diesem Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10 für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Das Thema des ersten Sonntag nach Trinitatis ist achtsam sein für Gottes Stimme. Die einen predigen Gesundheit und Erfolg, andere Reichtum und Schönheit. Im Dschungel der fast unbegrenzten Sinnangebote kann man sich aber auch leicht verlaufen. Welche Heilsversprechen führen in die Irre? Welche der mir angebotenen Wege führen vielleicht zum Leben und sind von Gott? Der erste Sonntag nach Trinitatis ermuntert uns, achtsam zu bleiben für die Stimme Gottes zwischen den vielen Stimmen um uns herum. Und dazu gibt es in der Bibel Hörhilfen. Die Worte und die Werke Jesu, das Zeugnis von Mose und dem Propheten, ein Bekenntnis, das an Gott allein festhält und nach Gottes Willen fragt. Wer dem aufmerksam folgt und vor Schwierigkeiten nicht flieht, wie Jona es zum Beispiel getan hat, der geht den Weg der Liebe, die sich furchtlos und freigebig dem anderen zuwendet. Wir wollen miteinander singen. Wir sind nicht allzu viele jetzt hier auf dem Platz. Wenn Sie ein paar Meter auseinanderrücken, dann dürfen Sie sogar jetzt schon mitsingen. Dazu müssen Sie aber 3 Meter voneinander entfernt sein. Wenn Sie jetzt aber sich nicht bewegen wollen, dann werde ich einfach ein bisschen singen und Sie können die Liedtexte dann auf dem Programmblatt mitverfolgen. Erweckt mich alle Morgen. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Wir wollen beten mit Worten aus dem 34. Psalm. Den Text haben Sie auf dem Programmblatt abgedruckt. Ich beginne und Sie können leise
vor sich hin murmelnd die eingerückten Zeilen dann mit mir gemeinsam lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt, lasst uns ihn anbeten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen und du kommst uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben dir gehört, getragen und geformt von deiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Herr Gott, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Gott spricht uns durch den Psalmisten zu und ermuntert uns zugleich: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Gebt Gott die Ehre. Sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und immermehr uns rühren kann kein Schade, ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist uns Fried und Unterlass, Allfried hat nun ein Ende. Wie Bäume auf festem Grund, so strecken wir unsere Wurzeln zu dir, Gott. Du nährst uns und du stärkst uns. Die Frucht unseres Lebens wächst aus deiner Kraft. Lob und Dank sei dir in Ewigkeit. Amen. Als Schriftlesung hören wir heute Worte aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegengehen,
denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, der rechnet mit Strafe, und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Halleluja, deine Mahnungen, Herr, sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Vor der Predigt singen wir das nächste Lied, Von Gott will ich nicht lassen. Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, das Thema der heutigen Predigt lautet ein Herz und eine Seele. Dazu zunächst ein Klassiker. Ich habe ein Asterix-Band mitgebracht, das Geschenk des Cäsars. Und in diesem Buch oder in diesem Heft vielmehr, da bekommt ein alter Veteran und Trunkenbold nach seinem Ende als Soldat in der Armee von Cäsar, sein Name ist kein Entschluss, er bekommt von Cäsar als Geschenk das gallische Dorf. Und im Suff in einer Kneipe gibt er dieses Geschenk dann an den Gastwirt Orthopädix weiter. Als dieser dann mit seiner Familie ankommt im gallischen Dorf, wundert sich die Dorfgemeinschaft schon sehr, dass er jetzt offensichtlich der neue Chef sein soll. Und irgendwann sagt dann der Dorfälteste Methusalix: Mich stören Fremde nicht, solange sie bleiben, wo sie hingehören. Jeder Asterix-Leser weiß natürlich, dass auch im gallischen Dorf nicht alles Gold ist, was da glänzt. Zu bestimmten Anlässen fliegen auch mal Fische oder sogar Hinkelsteine durch die Luft und eine herzhafte Prügelei ist gerne auch mal im Gange. Das ist in diesem Band
in seinen Auseinandersetzungen überhaupt nicht anders. Ganz, ganz im Gegenteil. Die Geschichte bietet also reichlich Zündstoff, doch zu anderen Gelegenheiten, da sitzt man dann wieder fröhlich feiernd am Festmahl und lediglich der Bade sitzt irgendwo gefesselt und geknebelt. Mich stören Fremde nicht, solange sie bleiben, wo sie hingehören. Vielleicht bringt dieser Satz in Zeiten von Black Lives Matter nicht unbedingt alle von uns zu einem Schmunzeln. Nach dem Coronavirus wird in den letzten Tagen ein ganz anderes, vielleicht noch tödlicheres Virus wieder deutlich, nämlich das der Diskriminierung und des Rassismus. Wir sind betroffen von dem, was in Minneapolis geschehen ist und zugleich erstaunt von der weltweiten Solidarität, die dadurch ausgelöst worden ist. Ja, eigentlich sollte es unter uns dieses Denken überhaupt nicht geben, dass wir andere als Fremde ansehen. Menschen anderer Hautfarbe zum Beispiel oder Menschen, die ein gepflegteres und besseres Deutsch sprechen als wir selber, aber eben nicht weiß sind. Auch unsere religiöse Orientierung und so weiter und so weiter. Es gibt genügend Gründe, die uns in irgendeiner Form rassistisch oder diskriminierend denken und fühlen lassen. Schon gar nicht dürfte es Tendenzen von Abgrenzung und Ablehnungen in der Kirche geben. Leider erleben wir aber auch hier, wir sind nicht immer ein Herz und eine Seele. Ganz anders beschreibt das aber Lukas in seiner Apostelgeschichte. Gerade hatten sie Pfingsten erlebt, gefeiert, das große jüdische Wochenfest Shavuot. 7 Wochen nach Ostern, also 7 mal 7 = 49 plus 1, das ist der 50. Tag, griechisch Pentekoste, eingedeutscht eben Pfingsten. Und was ist da passiert? Menschen aus aller Herren Länder pilgerten nach Jerusalem, alle Hautfarben, alle unterschiedlichen Nationalitäten, die unterschiedlichsten Sprachen, Herkünfte und Kulturen und alle feierten gemeinsam und friedlich vor allem dieses Fest. Und dann das große Sprachenwunder. Jede und jeder verstand plötzlich die Jüngerinnen und Jünger in seiner eigenen Heimatsprache. Eine gewaltige Erfahrung der Einheit und der Verbundenheit unter diesen doch so unterschiedlichen Menschen. Hier setzt unsere Erzählung ein. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Sie waren, das haben wir gehört, ein Herz und eine Seele. Innerlich so eng verbunden, enger ging es scheinbar nicht. Was hatten sie nicht alles erlebt? Wie gesagt und schon gehört, ganz frisch, Pfingsten liegt hinter ihnen und dieses Sprachenwunder. Davor die Katastrophe des Kreuzes. Dann der Samstag nach dem Karfreitag, alle Hoffnung verloren. Und plötzlich die Auferstehung. Ein Gefühlschaos. Dann die Himmelfahrt, alles im Zeitraffer, solche Erlebnisse, die verbinden fürs Leben. Und so eine Gemeinschaft, die wächst dann auch. Die Leiter und Lehrer erfahren einen ganz starken Rückhalt. Ihre Predigt geschieht immer noch in großer Kraft und sie zieht Menschen in den Bann. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn, unterstützen sich, wo sie können, teilen Hab und Gut und niemand hat Mangel oder ist arm. Sowas spricht sich natürlich herum.
Wer kennt ihn nicht, den Josef, Sohn des Trostes? Der Name ist sicherlich kein Zufall. Ein Levit aus dem Priestergeschlecht also, ein Grieche aus Zypern, ein Fremder vielleicht. Jedenfalls ein weitgereister Jude, irgendwie in Galiläa gestrandet, gelandet, verkauft seinen Acker und spendet das Geld für die Bedürftigen seiner Zeit. Die Urgemeinde erscheint hier schon fast idyllisch und paradiesisch. Und solch eine Atmosphäre ist harte Arbeit. Ja, sie kann auch durch Krisen entstehen, die man gemeinsam durchlebt. Dann ist man gefühlsmäßig für Jahre miteinander verbunden. Weißt du noch, damals, als wir nach dem Krieg keinen Kaffee hatten, da mussten wir halt Muckefuck trinken. Eine Kultur, das ein Herz und eine Seele seins, jedoch aufrecht zu erhalten, das ist manchmal eben harte Arbeit. Ich wünschte mir, dass die Kirche heute noch so wäre, dass es sich herumspricht, was in ihr alles passiert. Wir sind ja gerade kein Kuschelclub, aber wir sind auch nicht immer ein Herz und eine Seele. Vielleicht aber dann, wenn es hoffentlich um die wesentlichen Dinge des Lebens geht und wir daran gemeinsam arbeiten. Ich bin mir sicher, ganz anderes Leben wäre auch möglich als Kirche. Wie nun aber können wir denn eine Kultur des ein Herz und eine Seele Seins miteinander entwickeln? Dazu 5 kleine Anregungen. Das erste, Zuhörer sein, statt immer zu reden. Eigentlich ganz einfach, aber für mich zum Beispiel eine große Herausforderung, immer zuzuhören. Das zweite, Fragen stellen. Wer seinem Gegenüber Fragen stellt, die in die Tiefe gehen, der lässt sein Gegenüber auch spüren, dass er oder sie an ihm als Person interessiert ist, an dem Leben des anderen. Dann lernen wollen vom anderen. Von jedem Menschen, dem ich persönlich begegne, kann ich doch letztlich etwas lernen. Das kann mich inspirieren, diese Begegnung, und sie kann auch meinen Horizont erweitern. Ein vierter Aspekt, Wertschätzung und Ermutigung des Gegenübers. Jemandem einfach mal sagen, was er oder sie gut kann und dass das mir gefällt. Auch ehrliche Worte zu sagen, inspirierende Gedanken weiterzugeben und vielleicht sogar dann und wann eine großzügige Geste. Und der fünfte Aspekt, Vertrauenswürdigkeit. Eine Gemeinschaft, in der man spürt, dass man ihr vertrauen kann, hat eine unglaubliche Kraft und Wirkfähigkeit. Hier weiß man, woran man bei ihr ist. Ich bin mir sicher, ein Herz und eine Seele sein, als Kirche, als Gemeinschaft, als Demokratie, im Vereinsleben, in der Familie, das geht trotz aller Verschiedenheit. Gerade in der Kirche, in der es einen Zentral- und Orientierungspunkt gibt, der es uns doch vorgelebt hat, Jesus Christus, der geliebt hat, der eben gerade nicht grandios gescheitert ist am Kreuz, wie manche sagen, nein, der all unser Scheitern ans Kreuz gebracht, getragen hat und durch seine Liebe alles Scheitern überwunden hat, ein für allemal. Weil Jesus es uns vorgelebt hat, haben wir allen Grund, als Christinnen und Christen diese alles überwindende Kraft der Liebe Gottes zu leben und weiterzugeben. Weil Jesus lebt, leben wir mit der Perspektive über den Tod hinaus. Weil Jesus lebt, stehen wir mit einem Bein immer schon im Paradies. Weil Jesus lebt, sind wir deshalb alle Angenommene. Haben allen Grund und alle Möglichkeiten. Jesus ermöglicht und ermächtigt, ja, er beruft uns, einander anzunehmen, wie er selbst uns angenommen hat. Und daraus kann nur eigentlich eine Gemeinschaft erwachsen, die ein Herz und eine Seele ist. Am Beispiel Homeschooling vielleicht mal verdeutlicht, wer 2 iPads hat, der gebe dem, der keines hat. Oder ein anderes Beispiel, meine Zeit verschwenderisch verschenken, freigebig sein in Zeitverschwendung und Zeit verschenken an Menschen, die sonst einsam wären.
Das Geschenk Cäsars sorgt zuerst einmal für viel Zwietracht und Auseinandersetzungen, Schlägereien, Streitigkeiten und zwischendrin Obelix, der sich unglaublich in die Tochter des neuen Dorfschenks verliebt und dann sich auch noch mit seinem besten Freund Asterix verkracht. Am Ende aber sind alle wieder ein Herz und eine Seele, könnte man sagen, und feiern gemeinsam ein Fest. Und der Erzähler schreibt dazu: Versöhnung aller Orten übrigens. Alle sitzen wieder traulich vereint unterm Sternenzelt beim Festmahl. Wirklich alle. Klammer auf, sogar der Bade. Das ist der einzige Band, wo er dabei sein darf. Und dann erzählt der Erzähler weiter: Denn man sollte bedenken, dass sich das vor langer, langer Zeit abgespielt hat, so ungefähr 50 Jahre vor unserer Zeitrechnung, und dass in jener Zeit derartige Dinge, also Auseinandersetzungen und Streit, noch nicht allzu ernst genommen wurden. Die Kirchenkultur des Ein Herz und eine Seele Seins wird dort deutlich, wo wir wirklich alle am Tisch des Herrn Platz nehmen und gemeinsam das Fest der Versöhnung feiern. Auch da werden bestimmte Dinge nicht allzu ernst genommen, weil man das Wesentliche des Lebens in den Blick nimmt und aufs Innigste betont. Ich hoffe, dass wir es bald wieder gemeinsam feiern dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen miteinander singen, Herz und Herz vereint zusammen. Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz, wir singen noch einmal miteinander das nächste Lied, O dass doch bald dein Feuer brennte. Kurze Informationen habe ich für Sie, dann der nächste Gottesdienst findet am kommenden Sonntag statt. Das wird ein sogenannter Zoom-Gottesdienst sein. Das bedeutet, Sie brauchen einen Computer und finden die Zugangsdaten zu diesem Gottesdienst zeitnah auf unserer Homepage. In 2 Wochen findet dann der nächste Gottesdienst in Seibersbach statt. Der wird auch gehalten, beide Gottesdienste von meinem Kollegen Joachim Discerno. Dann möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dieser Gottesdienst hier im Freien heute möglich wird. Ganz besonders wieder bei Manfred Bauer für die Technik und auch bei Susanne Heinz für die Tontechnik und das Video. Und natürlich Fabian, unser Konfirmand Fabian Müller, der den Livestream im Moment betreut. Jetzt, ja, genau, da kann man applaudieren. Nun wollen wir den Gottesdienst beschließen mit dem Fürbittegebet und dem Vaterunser und dann um den Segen Gottes bitten. Dazu darf ich Sie bitten, sich noch einmal zu erheben. Du Gott der Gerechtigkeit, höre, laut ist der Schrei nach Gerechtigkeit und wir rufen ihn in deine Ohren. Wir rufen ihn in die Ohren der Mächtigen. Höre, du Gott der Gerechtigkeit, und sprich. Höre und steh an der Seite der Bedrängten. Höre und heile die Wunden der Geschlagenen. Du Gott der Gerechtigkeit, erbarme dich. Du Gott des Lebens, atme in uns. Du hauchst deiner Schöpfung Leben ein. Verzweifelt ringen die Gequälten nach Atem. Sie ringen um Atem unter den Augen der Gewalttäter. Sie ringen um Atem für ihre Kinder. Atme mit ihnen, du Gott des Lebens, atme in den Schwachen und schütze ihr Leben. Atme mit den Hoffenden und lehre sie, du Gott des Lebens, erbarme dich. Du Gott der Liebe, erhebe dich. Die dir vertrauen, beugen ihre Knie, damit du das Elend beendest. Die dir vertrauen, hoffen auf dich. In aller Welt warten die, die dir vertrauen. Erheb dich und zeige uns den Weg der Liebe. Erhebe dich und verwandle mit uns und durch uns diese Welt. Du Gott der Liebe, du Gott des Lebens, du Gott der Gerechtigkeit, höre uns und atme in uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Und im Vertrauen, dass du uns hörst, wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und wie Christinnen und Christen es auf dem ganzen Erdkreis tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die vor euch liegende Zeit mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen guten Frieden. Bis mir das Herz erfüllt.